WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 25. April 1950. Die ersten Kleinschnittger-Automobile werden ausgeliefert. Das war seine Stimme. Er ist 2,15 Meter lang, 1,06 Meter breit und wiegt 100 Kilo. Der neue deutsche Kleinstwagen, der Kleinschnittger. Der Name stimmt. Er ist klein und schnittig. 60 Stundenkilometer, das war die Höchstleistung dieses neuen kleinen deutschen Wagens. Ein offener Sport-Zweisitzer. So, und jetzt, Herr Kleinschnittger, wollen wir ihm mal ins Gedärm schauen. Dieser kleine Wagen wird angetrieben von einem kleinen 98er Motor bei einem Brennstoffverbrauch von 2 Liter pro 100 Kilometer. NWDR-Reporter Hasso Wolf war 1949 ins Sauerland gereist, um den Tüftler Paul Kleinschnittger zu besuchen und den Prototyp seines Mini-Autos zu fahren. Und nun wollen Sie ja hier auch in Neheim-Hüsten eine kleine Automobilfabrik aufmachen und mit der Produktion des Kleinschnittgers beginnen. Ja, ich muss sagen, dass nun eine große Anzahl von Wagen bestellt sind und auch in aller Kürze ausgeliefert werden. Die ersten Serien sind die Wagen der 125er-Klasse. Der Wagen wird sich so circa 2000 Mark rumstellen. Ganz so schnell ging es dann doch nicht, aber am 25. April 1950 wurden die ersten Kleinschnittger F-125 ausgeliefert. Die ersten einer ganzen Flotte von oft knallbunten, skurril geformten Mini-Autos, die in den nächsten 10 Jahren über deutsche Straßen rollten. Im Mai lieferte Lloyd seinen ersten Leukoplastbomber aus, im Juli Gutbrod den Superior. Doch zurück nach Neheim-Hüsten, heute ein Stadtteil von Arnsberg. Franz Josef Dransfeld wohnt in der Nähe des ehemaligen Kleinschnittgerwerks, hat einen F-125 und kennt seine Geschichte. Warum Arnsberg? Paul Kleinschnittger kommt ja gebürtig hier aus dem Sauerland. Er hat kostengünstig eine Fläche gesucht für sein Werk. Und er ist auch an anderen Stellen noch gewesen, aber letztendlich ist er mit der Stadt Arnsberg einig geworden, weil man ihm das Grundstück wahrscheinlich auch sehr preiswert überlassen hat. Denn das Gelände war eine Trümmerwüste. Alliierte Bomber hatten versucht, die nahegelegene Bahnstrecke zu zerstören, erinnerte sich Paul Kleinschnittger 1986 in einem WDR-Interview. Das Gelände selbst war derart zerbombt, dass wir jeden Abend nach Feierabend 2 Stunden drangegangen sind und haben erstmal die Bombentrichter nach und nach zugeschaufelt, damit man überhaupt mit einem Fahrzeug auf dieses Gelände kommen konnte. Für Kleinschnittger war die Nähe zum Ruhrgebiet mit seiner metallverarbeitenden Industrie ein weiteres Motiv. Außerdem lebten dort viele Menschen, die sein Auto kaufen sollten. Und zwar sollte das, sagen wir, für kleine Leute das Mini-Auto darstellen. Und zwar gedacht als Leichtmotorrad auf 4 Rädern mit Regenschirm, wobei auch das Gepäck im Trockenen ist. Das war der Urgedanke. Rollermobile nannte man diese Autos denn auch. 1950 allerdings ging man noch zu Fuß, fuhr Fahrrad oder vielleicht Motorrad. Für ein Auto fehlte das Geld. In Deutschland wurden mehr als doppelt so viele neue Motorräder, Roller oder Mopeds zugelassen als Autos. Der Kleinschnittger war das billigste Auto auf dem deutschen Markt, doch schon für ihn musste ein Arbeiter 10 Monate seinen kompletten Lohn sparen. Heute reichen 5 Monate für das billigste Auto hierzulande. Nur klein, aber mein, was brauch ich denn mehr, um zufrieden zu sein? Der Kleine mit seiner hübschen 2-sitzigen Roadster-Karosserie, kaum länger als ein moderner Smart, war für viele ein Traum. Und er war ein Beispiel dafür, dass Mangel kreative Köpfe erfordert. Stahl war knapp und so entschied sich Paul Kleinschnittger, sein Auto aus Aluminium zu bauen. Er verzichtete auch auf Stahlfedern, erzählt Franz Josef Dransfeld bei einer Fahrt im F-125. Er hat keine Stoßdämpfer, sondern er hat eine Gummibandfederung, was aber für den Wagen eigentlich ausreichend war. Es sind also mehrere massive Gummibänder verwendet worden. Wir fahren jetzt mal bewusst eine etwas holprige Strecke. Sie sehen, vor uns sind auch schon die ein oder anderen Schlaglöcher. Aber wie Sie merken, federt er ganz gut und die Rückenschmerzen, hoffe ich, bleiben damit aus. Waren die Gummibänder abgenutzt, ließen sie sich leicht und billig vom Fahrer selbst durch neue ersetzen. Reifen und Schläuche stammten von Lastenfahrrädern, auch das preiswerte Massenware in den 50ern. Wenn man einen Beifahrer hatte, hat er einfach den Wagen etwas hochgehoben.
Manche haben zum Beispiel auch einen Klotz oder auch einen Benzinkanister einfach da drunter gelegt, sodass er im Prinzip das Rad, was gewechselt werden musste, in der Luft schwebte. Man konnte dann relativ schnell das Rad dann wechseln. Dank der Alu-Karosserie wog das Auto nur 150 Kilogramm. Das war auch dann hilfreich, wenn der Winzling eingeparkt werden sollte, denn einen Rückwärtsgang hatte er nicht. Man musste ihn in die Parklücke heben. Und der Kleine sah nicht nur sportlich aus, das geringe Gewicht, der Frontantrieb und der niedrige Schwerpunkt sorgten dafür, dass der F-125 trotz seiner anfangs nur 4,5 PS auch erfolgreich bei Rallyes eingesetzt wurde. Nicht nur die Kleinschnittger verkauften sich gut in ihren ersten Jahren. Auch bei Lloyd, der Kleinwagenfirma im großen Borgward-Konzern, brummte es. 50.000 Mal Lloyd. Seit ihrer Gründung im Jahre 1949 haben die Lloyd Motorenwerke einen steilen Aufstieg genommen. Täglich verlassen 180 Lloyd-Wagen die 6 Wände der neuen Werkhalle. In 51 Länder werden sie zurzeit exportiert. Es war kein Wunder, sondern die stark steigende Nachfrage nach dem Krieg, flankiert von den Geldern des Marshallplans, die die deutsche Wirtschaft wieder auf Trab brachte. Davon profitierten auch die Arbeiter und Angestellten. Von 1950 bis 1957 stieg ihr Bruttoeinkommen um fast 60% von rund 3.200 auf über 5.000 D-Mark, allerdings pro Jahr. Den stärksten Schub gab es im ersten Jahr und wer konnte, stieg vom Motorrad ins Auto um, erklärt der Kleinwagenexperte Jürgen Kraxenberger. Jeder wollte eigentlich ein Dach über den Kopf haben, weil im Winter kann man sich vorstellen, ist es also nicht sehr angenehm, mit dem Motorrad zu fahren. Nur dazu waren damals die Winter ein bisschen strenger, wie es heute sind. Und da haben dann, es hat fast 20 deutsche Kleinstwagenhersteller gegeben. Denken wir nur an Kleinschnittger, denken wir an Grobot, denken wir an Daus, denken wir an Messerschmitt, an Fulda Mobil, an Stauner, an Wendt. Und so weiter. 1954 wurden erstmals mehr Autos als Motorräder in Deutschland zugelassen und fast 20% davon waren Kleinstwagen oder Rollermobile. Raus aus dem Grau der Nachkriegszeit waren die Autos knallrot, strahlend blau, mintgrün oder quietschegelb. Sie erweiterten die Welt ihrer Fahrer und wurden dafür liebevoll Knutschkugel, Silberfloh oder Spatz genannt. Schneller! Richtig! Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre. Lange Reisen gemacht, nach Österreich gefahren, in Italien gefahren, mit Gepäck und drum und dran. Also war schon etwas. Dick, 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 dick. Und in dieser Geschwindigkeit sind wir dann in den Alpen die Berge hochgefahren. Im ersten Gang mit so 18 Stundenkilometern. Wenn er dann ein bisschen besser ging, konnte man den zweiten Gang schalten und dann eben ein bisschen schneller fahren. Für 2 Personen und Gepäck war es völlig ausreichend. Und Gepäck? Wo sollte das denn hin? Hinter der Rückenlehne ist ein kleiner Gepäckraum, wo man also noch ein paar Koffer und ein paar Taschen unterbringen konnte. Ein paar Koffer und ein paar Taschen? Ein paar kleine. Aber früher brauchte man nicht so viel. 1955 startete BMW die Isetta und Glas das Gogomobil. In der Gunst der Käufer fuhren sie bald allen Konkurrenten davon, nur Lloyd konnte mithalten. Hans Glas war mit der Produktion von Landmaschinen groß geworden. Er entwickelte, was unter den kleinen Herstellern damals sehr selten war, 2 Jahre geduldig am Gogomobil, bis es wirklich ausgereift war. BMW war ein erfahrener Autobauer, beide wussten, wie Großserien gefertigt wurden und Autos zu vermarkten sind. Den Wagen da, in dem Sie sitzen, kann nur ein kluger Mann besitzen. Zwar klein, jedoch kein Pappenstiel. Mit einem Wort Gogomobil. Gogomobil, der Kleinwagen, den auch Sie sich leisten können. Derweil werkelten in Arnsberg Paul Kleinschnittger und seine 120 Mitarbeiter ohne Fließband an ihren Mini-Autos. Auch das typisch für viele kleine Hersteller. Alles spielte sich ab auf Rollböcken. Zum Beispiel die Fertigung fing an vor dem Lager. Da wurden dann an diesen Böcken sämtliche Teile für die Chassis angehängt und wurden dann im Laufe im Taktverfahren jeweils anmontiert. Und alles war Handarbeit. Paul Kleinschnittger wusste, dass das auf Dauer nicht gut gehen konnte. Die Ansprüche der Autokäufer wuchsen und auch Kleinschnittger hatte, allerdings nur zögerlich, ein größeres Modell, den F-250, entwickelt, erzählt Franz Josef Dransfeld. Seine Idee war, eine 2-Schalen-Bauweise auf die Beine zu stellen und er brauchte dafür eine sehr, sehr große Metallpresse.
Und das war, glaube ich, das größte Problem. So haben es wir wenigstens Mitarbeiter erzählt, die dort gearbeitet haben, dass es hinterher so war, dass man die Presse für diesen Nachfolgetyp selber gebaut hat, weil die Fertigung extern wahrscheinlich dann auch zu teuer gekommen wäre. Und dann hat man also 1-2 Jahre gebaut. Und wo die Presse dann fertig war, war es zu spät. Die Bestellung des F-125 nahm Mitte der 50er Jahre aufgrund der Konkurrenz natürlich immer mehr ab. Und wenn die Autos nicht verkauft werden konnten, kommt kein Geld rein. Im Sommer 1957 verweigerte Kleinschnittkers Hausbank ihm weitere Kredite. Sein Steuerberater riet ihm, einen Kaufmann in die Geschäftsleitung zu nehmen, verbunden mit sanfter Kritik an seinem Klienten. Herr Kleinschnittger ist eine Persönlichkeit, die aus dem Handwerk hervorgegangen ist, die sich durch Fleiß und Sparsamkeit zu einem selbstständigen Autoproduzenten emporgearbeitet hat. Daher liegt seine Stärke auf technischem, nicht auf kaufmännischem Gebiet. Der Konkurs war nicht aufzuhalten. Nur knapp 2000 der kleinen Roadster wurden gebaut. Kleinschnittger selbst kaufte aus der Konkursmasse viele Ersatzteile, mit denen er später die Besitzer der F-125 versorgte. Bis zu seinem Tod 1989 tüftelte er weiter, entwarf Hubschrauber, Go-Karts und Motorfahrräder, die aber nie gebaut wurden. Gehen Sie mit der Konjunktur. Mit dem Ende der 50er Jahre begann auch das Ende der Einfachautos. Der Wohlstand ist größer geworden und dann hat man eigentlich so, ich sag jetzt, der Normalbürger will halt ein größeres Auto. Man ist, was man ist, nicht durch den inneren Wert. Den kriegt man gratis, wenn man Straßenkreuzer fährt. 1959 wurden nur noch halb so viele Rollermobile produziert wie 2 Jahre zuvor. Maiko, Victoria und Zündapp hatten die Produktion eingestellt. Heinkel hatte Anlagen und Patente nach Irland verkauft. Einige andere Hersteller forcierten den Wunsch nach einem Zweitwagen, um die Nachfrage zu retten. Das sportlich elegante Coupé, der ideale Zweitwagen für die Hausfrau. Endlich kann sie unabhängig einkaufen. Lass mich den ersten Gang schalten. Das macht besser die Mutti. Auch wenn die Schaltung kinderleicht ist. Wie der Kaminkehrermeister von nebenan fährt auch die Mutter eine BMW Isetta, mit der sie ihre Besorgungen macht. Da hinein. Was, da rein? Tatsächlich, die reinste motorisierte Einkaufstasche. Doch das Ende war abzusehen, zumal Hersteller wie VW, Ford oder Opel die Preise ihrer richtigen Autos dank kostengünstiger Produktion senkten. 1962 lief bei BMW die letzte Isetta vom Band. Das Gogo hielt sich noch etwas länger, wohl auch, weil es bald das einzige Auto war, das man noch mit dem alten Motorradführerschein fahren durfte. Jürgen Kraxenberger. Es war eigentlich der erfolgreichste Kleinstwagen in der Klasse bis 500 Kubikzentimeter zeitweise weltweit in den 1950er Jahren. Insgesamt sind also über 280.700 Stück verkauft worden. Weltweit, es ist teilweise sogar im Ausland, also im Montagewerke montiert worden, wie zum Beispiel in Spanien. Heute sind die bunten, einfach und doch intelligent gebauten Mini-Autos, die mithelfen, die Deutschen mobil zu machen, wieder sehr gefragt. Die Einfachheit. Und irgendwie finde ich das Design auch ganz toll. Es ist schön eng drin und es macht Spaß. Und es ist auch, die Technik ist also beherrschbar. Die Kinder, die zuschauen, sind immer ganz verwundert, was das hier für ein Fahrzeug ist. Aber die Arnsberger Bevölkerung, insbesondere die damals in den 50er Jahren schon gelebt haben, kennen das Auto natürlich noch und freuen sich, wenn sie es heute sehen, ja? Und wenn einmal ein Kleinschnittger F-125 zum Verkauf steht, dann ist er längst nicht mehr das preiswerteste Auto auf dem Markt. Sehr gut erhaltene Exemplare wechseln mitunter für über 25.000 Euro den Besitzer. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de